einfach Geothermalgeneratoren gemacht. Also sprich, Generatoren, die aus Lava ja, Energie erzeugen. Und dann haben wir halt einfach so eine Pumpe mit einer Energieversorgung und einem Tesserakt halt in die Hölle gesetzt. Die haben uns das raufgepumpt. Und ja, dann hat das voll gut funktioniert. Also wir haben dann so gesehen unendlich Energie gehabt. Und die Geothermalgeneratoren erzeugen halt wirklich viel Energie. Im Vergleich zu Solarpanels oder so. Das müsste es eigentlich gleich fertig sein. Ein paar Blöcke hat's noch. Muss mal ein paar Kartoffeln essen. Es wird weniger. Drei Blöcke sind es, glaube ich, noch drauf. Vier. Ah. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Do it. Lutsch den letzten Rest leer. So, einen Block hast du noch. Komm. Jetzt? Okay, es wird leer. Ton. Und es sinkt ab. Und wir haben die ganze Ölquelle ausgelutscht. Gerade angerufen. Ah, hier ist noch ein bisschen Öl, aber. Nee. Nee, 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 nee. Wir haben genug. Ja, 70 Kübeln. Das ist. Das sollte passen. So. Wir gehen zurück. Hi. Gucken wir mal, ob das auch so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Und wahrscheinlich jetzt noch. Warte. Geh weg! Flüssigkeit. Warte, kann ich das jetzt einfach hier reinpumpen? Nee. Ich glaube, ich brauche Ender-IO-Kabeln. Ich brauche die nicen Ender-IO-Flüssigkeitskabeln. Flüssigkeitsleitung. Leitungsbindung Glas. Das ist auch easy. Wie sonst was. So, das haben wir, glaube ich, hier. Ja, habe ich mehr viel Glas. So. Das haben wir wirklich. Ja, alles klar. Was? Ziemlich klares Glas, komm, leck mich doch. Meißel. Gut, dass man das so schnell umbauen kann. So. Wo war das? Ziemlich klares Glas. So. Ist auch ein bisschen hirnrissig, dass das halt mit dem gemacht werden muss, aber hey, wir haben's. Und wir haben schon wieder so viel Zeug hier drin. Ja. Bam, bam, bam. Innerin. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. So. Dann stellen wir hier das hin. Sagen, hier tun wir es insertieren. Insertieren. Und hier extrahieren wir es. Yes! Easy money, Jungs. Es pfeift. It's pfeifing. Hier machen wir.
Insortieren. Extrahieren. Genau. Raffinieren. Ah, es geht schon los. Cool, okay. So geht's. So geht's. Treibstoff Bedrockium Trommel. Mal gucken, wie man halt die lädt. Könnt ihr bitte weggehen? Okay. Gucken wir uns das mal an. Boom. Hallo. Okay. So. F für Treibstoff. Halt die Frage, wie man es halt dann auffüllt. Warte, ich muss glaube ich auf 5 drücken. Oh. Wie geil ist denn das? Achso, das wechselt automatisch. Wir sind in der Rakete. Cool. Voll lustig. Ja, also ich muss schon sagen, es funktioniert schon ganz gut. Natürlich können wir auch gleich ein paar. Oder können wir mehr Raffinerien? Können wir tatsächlich machen. Wenn wir sagen. Boom, boom. Boom. Hallo? Oh Gott, das war immer so ein Krampf mit diesem Kack, ey. Aber es müsste es eigentlich eh gleich rausgezogen werden aus der Leitung. Müsste weniger werden. In der Leitung ist auch so viel. Okay, dann müssen wir kurz warten. Dann ich jetzt da nicht vor, dass ich mehrere Raffinerien gleichzeitig betreibe. Das heißt, wir nehmen das so. Wir machen es gleich so, damit es sich auszahlt. Insortieren. Insortieren. Ja, jetzt ist das Kabel auch ausgelutscht. Es soll sich alles hier connecten. Boom, 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 boom. Alle rein damit. Rein. 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 Und auf dieser Seite wollen wir natürlich extra. Das habe ich gewundert, was das war. Alter, was zum Teufel? Ich muss. Fuck, ich glaube, ich habe es falsch gemacht. Nee, wir schließen es einfach von zwei Seiten an. Oh Mann! Das ist halt echt richtig ekelhaft buggy, ey, dass das nicht funktioniert. Bedeutet, wir müssen es nochmal kaputt machen. So ein Scheiß, ey. So, hier wird es insortiert und hier wird es extrahiert. Ja. Du hör auf. Ja, ich kann halt schon. Sag ich mal, nicht schlecht umgehen mit den ganzen Sachen hier, also von der Logik her und dem ganzen Spaß. So, hier wird es insortiert und dann brauchen wir natürlich noch eine Connection zum Tank. Und der Tank wird angeschlossen und wird extrahiert und es kann losgehen!
Raffinieren. Ah, es startet alles automatisch. Okay. Das ist ja mal interessant. Okay. Jetzt geht's richtig ab. Ja, cool. Das heißt, wir müssen halt hier einen Haufen Öl sammeln. Dann können wir das Teil hier immer hinstellen und wird hier alles wundervoll ja, raffiniert. Wahnsinn. Cool. Es geht voran. Dann haben wir Treibstoff für die Rakete. Und dann bewegen wir uns ja eh schon in Richtung Weltall. Ah. Hier ist es. Fuck, ich hab's vergessen. Quecksilber haben wir auch so viel. Müssen wir dann wirklich die Rakete selber lenken, ey? Ich glaube schon fast, ja. Und was sollte ich machen? Ah. Flüssigkeitstransport. Oh. Ja, läuft auf jeden Fall. So. Die Raffinerie arbeitet, Jungs und Mädeln. Wir können mal nachgucken, was wir jetzt noch so brauchen. Ich sehe gerade, es entleert sich gerade voll. Es ist wahrscheinlich dunkel draußen, weil ich glaube, durch die Solarpanels könnten wir schon sagen, ja, es wird dunkel. Deswegen legen wir sich ins Bett. Dann funktionieren die Solarpanels wieder und es sollte genug Strom an die Kunden sein. Wie sieht's aus? Ja, genau. Solarpanels sind krass. Ich muss schon sagen, wir sind echt gut dabei. 14 Eimer. 14 Eimer Treibstoff haben wir schon. Okay. Galactic Craft. Brauchen wir noch? Was brauchen wir noch? Alter, was? Es gibt einen Terraformer? Das ist doch so geil. Mit dem Spiel am Tag zu schlafen und heilen ihn dabei. Sie haben allerdings eine Abklingzeit. Was? Kryogenkammer? Alter, man kann so viel geiles Zeugs damit machen. Es ist so geil. Astrominer. Wow. Ja, kann man nicht bauen, da braucht man einen Bauplan dafür. Ich bin schon gespannt, wenn wir die neuen Baupläne bekommen, Alter, dann wird es richtig abgehen. Ach ja, Sauerstoff. Sauerstoffkapseln. Müssen wir fertig machen. Weil für was lassen wir jetzt Sauerstoff generieren, wenn wir es dann eh nicht verwenden. So. Wir können das zumindest schon mal in die Rocket hineinklatschen. Weiß gar nicht, ob wir so viel Sauerstoff brauchen. Naja. Ich weiß dann wirklich nicht, was man so braucht, ist eigentlich dann, wenn man auf einem anderen Planeten ist. Vielleicht Batterien? Ich meine, wir können es ja tatsächlich mal dann probieren. Wieso denn eigentlich nicht?
Probieren wir es mal. Ich will mal gucken, wie das ist. Benötigt einen Treibstofflader, um ein... Ah, okay. Treibstofflader. Sollten wir relativ schnell haben. Wo haben wir's? Ah, hier. Das habe ich gesucht. Treibstoffloader. Alu. Aluminium und irgendwas haben wir noch gebraucht. Treibstofflader. Fass. Das gute olle Fass. So, in die Mitte kommt das. Wie man es verwendet, keinen Plan. Oh. Anscheinend so. Er braucht noch Energie. So. Uff. Oder brauchst du Energie? Ich weiß nicht. Ja, er braucht Energie. Schon wieder voll focused, ey. Oh Mann, ich weiß schon, wie wir da wieder tun müssen. Ich hoffe, ich kann einfach das Teil jetzt befüllen. Warte. So. Extrahieren und insertieren. Natürlich müssen wir wieder das drehen. Ja. Okay, es hat eh eine Batterie. Schön aufgeladen und ich schätze mal, Batterien sollte man sich auch mitnehmen. Ich bin mir nicht sicher. Machen wir sich einfach mal ein paar. Ich meine, wir können ja auch ein bisschen schummeln tatsächlich. Dass wir einfach, wir haben ja Rucksäcke und so. Dass man sagt, Bag. Was ist das? Irgendwie habe ich Angst, ich muss das irgendwo anders probieren. Nicht in der Base, ich werde es explodiert einfach. Ich habe ein Fledermaus-Ei bekommen, geil. Achso, Batpack, lol. Fledermaus-Rucksack. Okay. Fledermaus-Ei, cool. So viel dazu. Ich glaube, wir schaffen es jetzt wirklich tatsächlich noch die Folge, dass wir in den Melderraum kommen. Ich hoffe, ich sterbe einfach nicht.
Ein bisschen blöd, ne? Ein bisschen sehr blöd. So, okay. Ich will halt 15.000 Galactic Jewels. Rucksack. Ärgerbetter Rucksack. Morgen ist tatsächlich so. Nee, die haben das genau. Wollt ihr mich verarschen? Fuck. Ich muss es nur probieren, ob das funktioniert. Ne. Es gibt doch noch andere Kisten, die... Ich hab doch... Bitte was? Gott, wo war das? Warum habe ich die ganze Zeit eingeschaltet? Truhe. Nee. Kiss. Fällt gerade die Bezeichnung nicht mehr ein. Aber ich glaube, es verschiebt sich doch auf nächstes Mal. Wir haben das hier schon ganz lässig gemacht. Das heißt, wir haben hier 1, 2, 3. War das so? Ja. Okay. So. Ja, liebe Leute, ich glaube, für heute haben wir schon einiges geschafft. Wir haben Treibstoff für die Rakete, wir haben Utensilien für die Rakete. Es ist am Endspurt. Es ist wirklich am Endspurt. Also ich bin richtig hyped für die nächste Folge. Aber für heute lassen wir es leider gut sein. Denn die Session ist vorbei. Session ist vorbei. Ziemlich nice. Also, wir haben heute einiges geschafft. Wir können stolz auf uns sein. Und ja, die Rakete, die ist... Geh weg! ist auch bald soweit zum Abheben. Naja, dann stelle ich mich wieder in mein kleines Häuschen. Geh noch kurz ins Bett. Ja. So machen wir das. Perfekt! Ja gut, Leute. In diesem Sinne, wie immer, checkt die Videobeschreibung aus. Da sind ein paar Links. Der Nitrado-Link, wie immer, draufklicken. Und wenn ihr danach zum ersten Mal einen Nitrado-Server hostet, dann könnt ihr den Kanal gleich kostenlos mit unterstützen. Und nichtsdestotrotz, der Discord-Link. Klickt drauf und ihr kommt zu meinem Discord-Server. Könnt ihr gerne beitreten und dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und ja, in diesem Sinne, lasst eine Bewertung da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Hack It Like Us. Ciao!